Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir die beiden Fire and Ice Megatins der neuen Top Smash Attacks Extra Serie zu den europäischen Clubwettbewerben der Männern und nun auch neu zur Frauen Champions League. Einmal gibt es die Red Hot Heroes und die Ice Cool Finishers Tin, also das die beiden Megatins, die es gibt. In einer Tin finden wir immer 66 Karten plus 4 exklusive Limited Editions, die wir hier vorne immer auch schon drauf sehen. Und wie gesagt, es gibt zwei Stück, einmal Fire und einmal Ice. Und wenn wir auf die Seite drauf gucken, sehen wir, dass wir auch hier natürlich die neuen Frauen-Superstars ziehen können, denn die Chrome Shields, die Energies, die Black Edges, die Autogramme und natürlich, was auch in diesen Tints garantiert sein kann oder besser gesagt drin sein kann, sind die New UCL Debut und Player Worn Relic Cards Inside Lucky Tints. Und das ist wieder so, in jeder 28. Tint ist entweder so eine Karte mit so einem Coin drin oder mit einem Trikotstück. Von diesen Coin-Karten gibt es 16 verschiedene Stück und von diesen Trikotkarten gibt es 6 verschiedene zum Sammeln, besser gesagt zum Ziehen. Wie gesagt, eine in jedem 28. Produkt und auf jeden Fall die Autogramme sind in jeder 345. Tint. Eine Tin kostet 14,99 € in Deutschland und Österreich und natürlich auch Portugal und Spanien, wie hier drauf steht. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Machen das Ganze mal hier direkt auf und mal gucken, ob wir das Glück haben und am Ende was erwischen können. So sehen die Tins von vorne aus. Einmal hier mit Gavi, Rashford, Sané und Rodrigo. Und dann hier mit Lewandowski, Lautaro, Erling, Raul Haaland und Harry Kane. Von der Spielauswahl ist auf jeden Fall die Ice Cool Finishers die bessere, aber ich würde sagen, weil das Tin 1 ist, starten wir mit der auch mal direkt rein. Wie gesagt, man sollte hier eigentlich drei Päckchen bekommen, wenn man ein viertes hat, hat man Glück und eine Rally Card. Das sieht mir aber hier nicht so aus, also wir haben jetzt zwei Kartenpäckchen und ein Päckchen mit den vier Red Hot Heroes Limited Edition. Das heißt, erste Tin leider ohne Rally Card, aber auf jeden Fall zumindest mit ganz schön vielen Karten. Dann wollen wir mal unsere beiden Päckchen aufmachen. Vielleicht ziehen wir was ganz Seltenes, eine Energy-Card, wie gesagt, eine Shield-Karte oder vielleicht auch eine Black-Edge-Card. Damit wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Auf jeden Fall starten wir mit dem Final-Poster Dublin für die Europa League rein. Dann haben wir Guendouzi, En-Nesyri, Amrabat, Trainer Mazhari, Schlotterbeck, Tsubimendi, Ausnes, dann für die Frauen Stanway als Limelight. Dann haben wir umgedreht Radkov, Raya, Reinders. Nochmal umgedreht Schlager, Tunnelview von Nketiah, Assistmaster Pellegrini, dann Katoto, Vini Junior, Hegerberg, Xabi Alonso, Jan Sommer. Und hier ist einfach mittendrin so eine Black Edge Karte und die habe ich auf jeden Fall noch nicht gezogen. Und es ist Andrei Shevchenko, die ukrainische Stürmerlegende vom AC Milan mit einer wunderschönen Karte, wie ich finde. Und so sieht sie von hinten aus. Könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr den Text und die Statistiken euch angucken wollt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte, wie ich finde. Dann haben wir die Special Card, wo immer zwei Booster garantiert sind, mit Global Gamer DiMarco, Breakthrough Baller Konaté, Crowd Connection Bellingham, noch ein Breakthrough Baller mit Doku, dann Crowd Connection Paqueta, Global Gamer Gükeres und dann haben wir hier Perils, den gerade schon gesehenen Konaté nochmal als Emerald, den wir vorhin hier, wie gesagt, gerade als normale Karte gesehen haben. Und dann haben wir die Kings of Europe mit Sambo Aguissa, Estupinian und Openda. Dann haben wir noch eine Crystal Pearl und das ist Kai Havertz für die Gunners als Away Kit. Und dann dahinter noch einen quasi Man of the Match im Heritage Look mit Luka Modric für die Königlichen für Real Madrid. Also das ist quasi unser erstes Päckchen. Bin ich schon sehr froh, dass wir eine Black Edge Karte ziehen konnten. Ist hier auch nur in jedem 16. Booster drin. Vielleicht eine Türkei 100 oder was anderes auf jeden Fall noch hier. Das wäre auf jeden Fall was ganz Tolles. Denn, oh, ich sehe, wir haben eine Shield Karte. Wir haben eine Shield Card. Das ist auf jeden Fall, was bisher dann sehr, sehr erfolgreich ist. Wir haben erstmal als Basekarten Sanchez, dann Isaloui, Choboschlei, Chouamini, Aktogoglu, Horan, Belotti, dann haben wir Pep als Trainer, De Ketela. Umgedreht haben wir Šeško, Bonmati, Clément als Trainer, dann wieder umgedreht Biragi, Leao, Kopmeiners, Köpcü, Højlund, dann Terzic, Baleba und Marc Rocca. Und hier kommt unsere Shield-Karte, lege ich auch aber erstmal so hin. Erstmal haben wir dann Breakthrough Baller von Louis Hall, dann haben wir Crowd Connection Sabitzer, Global Gamer Davis, Breakthrough Baller Doak, Global Gamer Zaha und Crowd Connection Angel Di Maria, also 6 Stück von den Karten jeweils pro Kartenpäckchen drinne. Dann eine Crowd Connection als Parallel und zwar Jude Bellingham, die Karte ist auf jeden Fall sehr schön, wie ich finde. Dann haben wir Thuram als Kings of Europe, genau wie Mehdi Taremi und Jan Oblak. Und dann hier noch quasi eine Crystal-Karte mit Araujo für
die Mannschaft aus Barcelona als Tunnelview und somit hatten wir in der ersten Tin quasi eine Man of the Match Heritage Card. Und mal gucken, welche Shield-Karte es ist, welche der neuen, so rum ist richtig. Und es ist für die Bayern Kim Min-jae oder Min-jae Kim und somit eine, die wir noch brauchen. Wer das Display-Unboxing gesehen hat, weiß, wir haben bisher Salah und R9 gezogen und somit die dritte der neuen, die wir somit noch brauchen können. Lege ich einfach mal jetzt hier quasi über und dann kommen wir zu unseren vier exklusiven Red Hot Heroes Limited Editions. Finde ich auf jeden Fall bisher eine sehr, sehr gute Tin. Also dafür, dass keine Relic-Karte drin ist, was man nicht erwarten kann, ist das auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Den Code könnt ihr gerne haben und dann sehen wir dieses schöne Design. Und man sieht im Hintergrund auf jeden Fall die rote Farbe und die sozusagen Streifen und Lavasteine, die eingedruckt wurden, oder besser gesagt geprägt wurden. Auf jeden Fall haben wir hier Gavi mit einem 87er Angriffswert. Dann haben wir Rodrigo für die Mannschaft aus Real Madrid, quasi die Gegner oder besser gesagt die Feinde von Barcelona. Und er auf jeden Fall auch im schönen roten Design. Dann haben wir Leroy Sané für die Bayern mit einem 90er Angriffswert. Und die beste vom Angriffswert her ist Marcus Rashford mit einer 92 für die Red Devils. Das passt auf jeden Fall sehr gut mit dem Design. Und zwar mit einem 92er Wert Marcus Rashford, der Engländer, für Manchester United. Das war quasi unsere erste Tin. Die Tin guckt jetzt ein bisschen raus, aber wir sehen ja die Spieler. Ist, denke ich mal, alles so okay. Dann gucken wir uns jetzt in die Ice Cool Finishers Tin. Und hier haben wir auch drei Päckchen drin. Das heißt, heute leider in dem Video keine Relic Card gezogen, aber war auch nicht zu erwarten. Wie gesagt, die Chance lag bei 1:14, weil wir zwei Tins haben. Und deswegen alles gut. Bin ich auch nicht sauer oder irgendwie enttäuscht drüber. War ich eigentlich schon so mit im Reinen, dass wir sowas nicht ziehen werden. Oder war mir schon eigentlich klar, besser gesagt. Und dann machen wir auch hier mal die Tin auf. Und ich glaube, wir haben hier auch was Seltenes drin, aber keine Shield-Karte. Dann haben wir erstmal Tabsoba, Dublin-Poster, Guendouzi, González, Ramani, Kurreiten, Nunez, Bella Kotschap, Tuchel, Bartel, Bonaventure, dann haben wir Fischer noch als Trainer, Simmons, Welch, Zalewski, Phil Foden, Vini Junior, Hegerberg, Matchball der Champions League der Männer, dann haben wir Lukas Ocampos und hier ist die nächste Karte aus der Black Edge Edition, also das startet auch schon wieder richtig gut hier und das ist Christian Eriksen für Man United und somit die nächste, die wir noch brauchen, also wir haben jetzt schon echt viele verschiedene davon gezogen, ich glaube, 5 Stück haben wir jetzt schon gezogen von den 9 verschiedenen. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich, wie ich finde. Und dann haben wir als normale Powerkarten Crowd Connection Martinez, Breakthrough Baller Romero, Mega Boost die erste heute mit Rafa Silva, dann Crowd Connection Paqueta, Gökeres als Global Gamer und Ben Doak als Breakthrough Baller. Einige hatten wir auf jeden Fall in der anderen Trin auch schon drin gehabt. Dann haben wir unsere Emerald Parallel mit Crowd Connection Steven Bergwijn und dann Openda, Thuram und Taremi als Kings of Europe. Ich glaube, die drei hatten wir auf jeden Fall in der anderen Tin auch schon. Dann haben wir Tunnel View und zwar als wunderbare Karte im Crystal Design David oder David Hanko für Feyenoord Rotterdam. Und dann noch die eine Karte, die hinter ist eine Heritage Card, wie schon in der ersten Tin. Und hier haben wir Lucas Hernandez für Paris Saint-Germain. Und dann kommen wir noch zum zweiten, also dem letzten der großen Kartenpäckchen. Mal gucken, was uns hier erwartet, ob uns wieder eine Shield-Karte erwartet oder was anderes. Shield scheint ja schon mal nicht zu sein, aber vielleicht Club 100 oder Energy kann es ja immer noch sein. Dann haben wir Assist Master Kieran Tierney, Denzel Dumfries, Ansu Fati, Alvarez, Caicedo, Diani, Musiala, Rader, Sutalo, Hjulmand, Trossard, Simakon, Fresneda, Mike McNerd, Unai Emery, dann Lea Schüler, Vitinha, Elmas, Viva, McAllister, dann Trainer Sarri und dann sind wir hier angekommen und es scheint wohl nichts ganz Besonderes dabei zu sein, weil sonst war die Karte aber hier vorne. Wir haben Crowd Connection González, Breakthrough Baller Forbes, Global Gamer von Brandon Aronson, Hattrick Hero Vini Jr., Global Gamer Guimaraes und Breakthrough Baller von Doku, der Mann aus Belgien für Manchester City. Dann die Emerald Karte von Rui Patricio, die Kings of Europe von Alaba, Sambo Agissa und Estupinian. Und dann haben wir aber hier hinter noch eine Karte. Und es ist wohl eine Club 100, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben erstmal Tunnelview Kepa Arrizabalaga als Crystal. Und die Club 100 ist eine von den Männern. Und es sieht mir nach Kvaratskhelia aus. Die habe ich leider schon, aber auf jeden Fall trotzdem eine Karte, die ich noch brauche. Also wunderschöne Karte, wie ich finde. Und daher muss ich echt sagen, eine wunderschöne Karte. Legen wir einfach mal hier mit dazu. Passt auf jeden Fall hier noch ins Bild rein. Und dann gucken wir uns noch meine 4 Karten hier einmal an. Und zwar sind das die Ice Cool Finishers. Hier haben wir den Code.
Dann die limitierte Karte, wie gesagt, mit dem schönen Eisdesign von Robert Lewandowski, 96 Angriffswert. Dann Harry Kane, Erling Braut Haaland und Lautaro Martinez. Und somit sind das unsere vier Ice Cult Finishers Limited Edition Cards. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, die blaue Tin ist auf jeden Fall von den limitierten Karten und vom Design ein bisschen schöner als die rote oder besser gesagt die Red Hot Heroes. Und sonst auf jeden Fall hatten wir zwei Black Edge Editions dabei mit Eriksen und Shevchenko. Dann hatten wir eine Pro Elite Karte mit Min Jae Kim dabei. Und was auf jeden Fall auch sehr erfreulich ist, wie ich finde, die Club 100 Karte von Kvaratskhelia. Sonst wie gesagt jeweils immer zwei Crystal Emerald Karten pro Tin, drei Kings of Europe, sechs von den Karten und eine quasi von den Heritage Cards. Und die Club 100 hatten wir auf jeden Fall auch noch dabei. Das war das Video zu den beiden Megatins der neuen Topps Match Tag Extra Serie zur aktuellen Saison. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier oben gerne eine Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr gerne abonnieren und hier noch ein volles Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.